ein großer Künstler, Mutter. Ich sage es Ihnen. Sie überschwemmen das Land, stehlen uns das Brot vom Tisch. Es sind Wölfe! Bestien, die ihre Beute suchen! Ich brauche jemanden, der eine Nachricht überbringt. Hier, Herr Oberfeldwebel! Warten Sie auf Antwort. Streitkräfte sind am Boden, unsere Wirtschaft bricht zusammen, aber nicht Armut, nicht Schwäche ist unser Problem, sondern Gleichgültigkeit. Hört hier einer zu? Gefällt es Ihnen, Frau Hanfstein? Es wirkt hypnotisierend. Während meiner Abwesenheit gab es hier Streit, Zank und alles Mögliche, nur keinerlei Fortschritt. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, Ihnen die Verantwortung für die Führung abzunehmen. Von nun an werde ich die Interessen der Bewegung allein vertreten. Sie wissen es nicht besser. Niemals. Wollen Sie wissen, was ich denke? Ja, natürlich. Ich denke, Sie sind ein Verräter. Es gibt für uns keine Kompromisse! Unsere Prinzipien sind unsere Prinzipien und sie werden nicht verhandelt! Fahren Sie mal einkaufen. Wissen Sie, wie viel heute ein Leibbrot kostet? 500.000 Mark! 500.000 Mark! Die Menschen brauchen Schubkarren, um das Geld zu transportieren! Wo ist Ihr Gewissen? Gewissen? Großer Gott! Folgen Sie mir! Los, wir gehen auf die Straße! Vorwärts! Ich war noch ein kleiner Junge, da hörte ich die Geschichte... Lauter! Da hörte ich die Geschichte vom Heiligen Gral. Und dass ihn nur jemand finden kann, der reinen Herzens ist.